Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Immer noch im Schlund der Tentakel. Und wir werden jetzt erstmal mit Langolath reden über die Bücher, die wir gefunden haben letzte Folge. I do hope you didn't breathe in any of those fungal spores. Gods only know what havoc they may wreak on your lungs and other systems. Das hier habe ich in den Archiven gefunden. Weißt du, was es damit auf sich hat? What a curious tome. May I see it? Mit interessiertem Blick inspiziert sie das Buch in deinen Händen. Ein seltsamer Ausdruck legt sich über ihr Gesicht, etwa so, als wäre ihr eben eingefallen, dass sie vergessen hat, das Feuer in ihrem Herd auszumachen. Sicher? I'll be but a moment. Sie dreht das Buch in ihren Händen um und inspiziert Einband und Bindung. Dann legt sie ihre Handfläche auf den Einband und schließt ihre Augen. Ein Funken arkaner Energie tanzt unter ihren Fingern. Intriguing. I can't tell if this is a bit of hand occult chicanery or something more enticing. Zögernd gibt sie dir das Buch zurück. Ihr Blick bleibt auf dem Einband hängen. Es hat mir eine Vision von einem deiner früheren Leben gezeigt. Did it now? That's very curious indeed. Sie klingt bemüht neutral. Ich habe einen Orlaner mit einem Buch unter dem Arm durch die Wälder von Ea Glanfat wandern sehen. Er hat unter einer Eiche Halt gemacht, um seine Gedanken zu den Göttern niederzuschreiben. A compelling vision, but hardly definitive. Sie verschränkt ihre Arme und öffnet sie dann wieder, als wäre sie unentschlossen. Tread cautiously. This place is no doubt full of unseen hazards. Sprich mit, bringe länger. Ich weiß nicht, ob ich Tain, das wäre ziemlich, also wenn ich Geschichten eines früheren Ichs von mir hätte und ich würde sie oder jemand würde sie jemandem zeigen wie Tain, wäre ich nicht sehr erfreut darüber. So, you discovered the circle's favorite crank in the collections. What a curious turn this has all taken. Ja, ich habe alle. You found them all. On in one volume too. What a weight that is off my mind. Sie schaut dich erwartungsvoll an, die Hände zu Fäusten geballt. Ich denke, sie gehören ihr. Was will ich damit? Behutsam hebt sie das Buch aus deinen Händen, als würde sie Angst haben, es zu beschädigen. Ein breites Lächeln legt sich über ihr Gesicht und sie lacht kurz und gedämpft auf. I know they're little more than trinkets after the gift you've given me. But please, take these. Sie löst ein dickes Buch von ihrer Hüfte und übergibt es dir zusammen mit einer Handvoll Schriftrollen. Aha, der Erhaltung, Schriftrolle des Zurückziehens. Was für ein Buch? Als du das Buch an dich nimmst, hebt sie die gesammelten Annalen von Langolath sorgsam hoch und drückt sie an sich. Ja, da bin ich ja froh, dass ich helfen konnte. Da bin ich ja froh. Jetzt ist nur noch... Jetzt ist nur noch das hier offen. You return with news, I hope. Very well. Come to chat? Lengra. Hey, you want baubles? You give me coin, you get all the baubles you want. Ich fand dieses Buch über Impspray. Kannst du damit irgendwas anfangen? Der Imp schnappt sich das Buch von dir und blättert es durch, von hinten nach vorne. Can't read, dumb ground stink. You forget, eh? You forget? Der Imp versucht mit beiden Klauen das Buch zu zerreißen, schafft es aber nur, den Einband zu verbiegen. You want Impspray? You want it so badly, eh? Here, you collect it. Der Imp wirft dir eine leere Flasche zu und hebt langsam seinen linken Fuß über seinen Kopf. Die Augen fest zusammendrücken und das Beste hoffen. Du zielst auf den Flaschenrand, du zielst auf den Flaschenrand gerade noch rechtzeitig, um einen Ausstoß von heißer Imp-Ausdünstung abzufangen. Es riecht nach verfaulten Eiern und Lampenöl mit einem Schuss Zimt. Glücklicherweise verpasst es dein Gesicht, aber eine dünne Schicht bedeckt alles andere. Du fühlst dich feucht und unwohl. Stinkendes Spray schaut dich mit einem ausgelassenen Grinsen an. Enjoy Spray, Ground Stink. First one's free. Lots more where that came from. Stinkendes Spray zeigt auf einen Sack voller Fläschchen mit Korken. Impspray-Essenz. Machten das alle 6 Sekunden lang betäubt für 15... Betäubt. 0,5 Sekunden lang... Alle 6 Sekunden, 0,5 Sekunden lang betäubt.
15 Sekunden. Das könnte nützlich sein. Das Spray stand bereits zum Verkaufen, du hast nichts gesagt. Didn't know Groundstink Watcher loved Imp Spray so much. Yum, yum. Sprinkle on eggs for tasty spice, eh? Stinkendes Spray lacht diebisch hinter vorgehaltener Kralle. Ich denke, ich werde wohl etwas davon kaufen. Das könnte nützlich werden. Ich nehme es mal mit. Das könnte nützlich werden. Die Lampe ist sowieso keine Nutzungen mehr übrig. Oh, gerade das Imp-Spray hier vorne hin. Habe ich nicht noch mehr davon gekauft? Wie bitte? Wieso denn nur eines? Achso, den Rest hat sie ja hier in ihrer Tasche. Stimmt. So rum. So rum, so rum. Ja, so könnte man das tatsächlich machen. Ja, gucken wir mal, inwieweit die Betäubung tatsächlich funktioniert. Aber als kleiner Kniff ist das eine Möglichkeit. Huch. Was, nein, was war denn da jetzt drin? Toll. Kann ich nicht mehr sehen. Schreiben der okkulten Hand. Das haben wir schon gelesen. Und drei Gegengifte. Na gut. Nun gut, sie werden nicht mit uns kommen und uns nicht helfen. Das war so absehbar wie enttäuschend. Das heißt, wir werden uns mit Maura alleine rumschlagen müssen. Aber wir können auch nochmal aufsteigen hier. Wir nehmen einmal Fingerfertigkeit und Tiefblick. Dann nehmen wir hier das hier. Das fand ich eigentlich ganz gut hier. Das habe ich mit Lucius auch genommen. Durch Willenskraft kann der Paladin jeden Geist oder jede beschworene Kreatur unter seiner eigenen Stufe zerstören. Geister und beschworene Kreaturen, die gleiche oder eine höhere Stufe als der Paladin haben, erleiden reinen Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Rüstungen, die da rumlaufen, beschworene Kreaturen sind. Aber versuchen kann man es ja mal. So, und bei ihr, was haben wir hier noch? Ja. Geister und Gefäßkreaturen. Vielleicht sind die auch Gefäß. Müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. So, das kennen wir ja schon, deswegen lese ich jetzt hier mal nicht vor. Und da öffnet sich die Tür. Nothing we see and see nothing we trust. Well, ain't that something else? Like as not, this staircase leads to the top of the archive. Ja, ich vermute es. Ich vermute es. Auf geht's. Merke, sobald wir das letzte Ding zerstören, kommen die von da oben runtergerannt. Das heißt, wir sollten im Bestfall fertig sein mit den Gegnern, die wir hier vor Ort haben, in dem Moment, wo wir das Ding zerstören. Weil sonst müssen wir gegen alle gleichzeitig kämpfen. Elof darf auch nochmal aufsteigen. Schön. Was machen wir denn bei ihm? Der welkende Wind ist schon im Zauberbuch. Den müssen wir nicht noch mit aufnehmen. Oh. Mehr Schaden für ermächtigte Angriffe. Das ist doch eigentlich ganz nett. Zumal wir ja in letzter Zeit auch mit ihm relativ viele Ermächtigungen benutzt haben. Ja dann. Was bleibt uns anderes übrig, ne? Schon deswegen. Aha. Slay in jest. Eat. Deva. Ja, verschlingen. Jetzt geht's los. Der Spaß beginnt. Die Party fängt an.
Die Frage, in welche Richtung schießt das Ding zuerst? In diese. Dun, dun, dun. So, sind das... Nein, sind es natürlich nicht. Haha, wäre auch so schön gewesen. Sind es aber vielleicht... Jawohl, gucke mal. Oh nein. Ich glaube, hier oben kann mich das Ding nicht erreichen. Problem ist nur, dass er noch vorne steht. Das sollte er nicht. Der Zauber hat nicht gewirkt, ne? Ne, der hat nicht gewirkt. Das war irgendwie klar. Ich spare mir meine Beschwörungen für nachher. Hier oben sind wir, glaube ich, erstmal ganz sicher. Allein die Geräuschkulisse ist überwältigend. Welcher Irre macht sowas? So. Wenn das jetzt gleich vorbei ist, können wir das erste Ding... zerstören, den ersten Kraftleiter. Nein, können wir anscheinend nicht. Jetzt können wir. Kommt er runter! Kommt er runter! Erlof! That's not very helpful. Ich denke, auch hier werden wir uns wieder einen versuchen, einen sicheren Platz zu suchen und zu kämpfen. Not a chance. Yeah, sure thing. Got it. Big on. The old sick. Face this. That's not very helpful. That's the staff. What is it? Hardly seems fair. Oh Mann! Aber es sieht schon besser aus als letztes Mal. Aber ich sollte nicht zu voreilig, zu euphorisch werden. Das mag auch daran liegen, dass ich letztes Mal halt sofort auf die... Aua! Dass ich letztes Mal sofort auf die, diese Tentakeln, okay. Warum steht ihr da bei... Warum steht ihr da oben rum? Wir müssen die Tentakeln loswerden. Die schmeißen auf unsere Magier, das ist nicht gut. Yeah.
No prisoners. So, die Sporen sind weg. Letzte Rüstung muss noch besiegt werden. Die sind nämlich unfassbar nervig im Kampf. Die letzte Rüstung ist weg. Jetzt der Kraftleiter. Werde ich zügig besiegt, bevor hier das nächste Mal der Strahl kommt. Leute, beeilt euch ein bisschen. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt holen wir uns Unterstützung. So, und sie schmeißt mal da hinten hin. Zur Betäubung. Alter Falter. Wo steht Elof? Okay, wir sind leider... Ja, das ist doof. Das ist doof. Das würde hauptsächlich uns selbst treffen. Adolf steht hier oben. Zieht sich bitte mal hier vorne hin zurück. So, wen haben wir denn jetzt hier? Da ist der Bibliothekar. Da ist der Bibliothekar. Da oben ist ein Maurer. Diese Tentakel ist... mies. Richtig mies. Nichtsdestotrotz, die Bibliothekare kriege ich, glaube ich, relativ... Was zum Teufel? Okay. Cool bleiben und dem Plan weiter folgen. Bibliothekare sind tot. Jetzt die Tentakel hier ausschalten. Ach, die Tentakel schnappt sich ab und zu mal jemanden einfach so. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Nun gut. Den geweihten Boden... Nein, das wollte ich gar nicht. Den geweihten Boden lasse ich mir mal für alle Fälle. Sie kann leider nichts mehr einsetzen. Bis auf diese Betäubungs... Na, halt... machen wir das anders. So müsste Maurer eigentlich im Zielfeld sein. Aber ich glaube, Maurer reagiert da gar nicht drauf. Okay, alles klar. Mordwür, steh mir bei. Na also. Jetzt ist Maurer dran. Mordwür, jetzt werden wir unseren Spaß haben. Maurer wird als prädestiniertes Ziel vorgegeben. Um den Schaden zu erhöhen. Und du gehst mal hier gerade nach vorne und haust den hier raus. Und da ist Maurer tot. Also, ich sollte mich nicht so darüber freuen, aber... Puh.
Geiste kannst du die Erinnerung an die Erzmagierin Maura in den Bücherregalen sehen. Die flackernde Vision zieht Folianten aus den Regalen und überfliegt sie rasch, bevor sie wieder zurückgestellt werden. Ikara, where is it? Ich muss gerade mal kurz durchatmen. I've searched every other chamber in this godforsaken isle. The sacrifice must be here. Sie zieht eine Schriftrolle herunter. I will find it. I will satisfy their god's damn device. It will grant me access to the body. Ich glaube, sie wollte zu viel. And then it's merely a matter of adapting the summoning. The foreign god will fall, crushed by Wiles' hand, by mine. Ja, sie wollte den Körper quasi kontrollieren, den Körper von Wael, um Eotas zu stoppen. Und das ist grandios nach hinten losgegangen, in die Hose gegangen. Die Aura der omawanischen Erzmagierin schäumt vor Wut. And the pieces plunged into the depths. Sie versteift sich, verstummt und blickt über ihre Schulter an dir vorbei. Who's there? Show yourself! Sie richtet sich auf, als eine vertraute, maskierte Figur aus den Schatten tritt. Hello again, Maura. Fionlecks Stimme zicht aus der Dunkelheit. Die Gestalten verblassen, als die Vision zu flimmern beginnt, auseinanderbricht und vor deinen Augen verschwindet. Er hat sie gestört. Mauras tastender Gürtel. Drei windende Tentakel. Einmal pro Ruhephase, alles klar. Obwohl sie in erster Linie für ihre exzentrischen Zauber und ihr ebensolches Wesen bekannt war, hatte die omawanische Erzmagierin Maura auch einen ebenso ungewöhnlichen Modegeschmack. Ihre Zaubererkollegen vermieden es, so gut es ging, sich neben sie zu setzen, da ihre Roben, Schals und selbst Strümpfe dazu tendierten, unangemessen zudringlich zu werden. Dieser Gürtel ist ein Musterbeispiel für ihre Garderobe. Ein Band aus seltsamem Leder, das mit Ranken aus unidentifizierbaren Tierhäuten drapiert ist, die sich mit jeder Bewegung in alle Richtungen räkeln. Wer ihn trägt, muss damit klarkommen, ständig betatscht zu werden, und zwar buchstäblich unter der Gürtellinie. Oh, toll, ja großartig, ist ja der perfekte, ist ein super Anime-Gürtel. Das ist wieder die Suche nach Okaizo. Na gut. Wir haben überlebt. Wir haben den Kampf gewonnen. Ich bin sehr stolz. So stolz, wie man sein kann, wenn man auf einfach spielt. Oh mein Gott. Ja, schäme mich aber. Er war herausfordernd, der Kampf. Dieser Foliant scheint Aufzeichnungen über die Geheimnisse zu enthalten, die Wales Anhänger ihrem Gott im strengsten Vertrauen zugeflüstert haben. Aha. Sie war sich sicher, dass das Buch irgendwo in diesem Stockwerk sein müsste. Ist das dieses Buch? Helderes Memoiren. Die Seiten dieses Folianten sind bis zum Rand mit krakeliger alt-eduranischer Schrift gefüllt. Sie erzählen von Helder, einem Anführer der okkulten Hand, der vor mehreren Jahrhunderten gelebt hatte. Vieles davon ist nur schwer zu entziffern, geschweige denn zu verstehen. Doch am Ende wird ein Ritual beschrieben, das eine vollkommene Vereinigung mit dem Verschleierten bewirken soll. Die Memoiren deuten an, dass man sich vollständig aus der Geschichte auslöschen muss, wenn man eins mit Weil werden will. Verschleiert zu existieren ist, als hätte man niemals existiert, nicht einmal in den Schriften. Oh, könnte das das Buch sein, das zerstört werden soll? Auf dem Altar? Ein Lichtstrahl durchbricht das geborstene Dach des Oratoriums von Weil und erleuchtet einen leeren Sockel. Es ist Nacht, obwohl das im Saal der Unsichtbaren manchmal schwer zu erkennen ist. Der Strahl trägt einen Hauch Silber vom fernen Sternenlicht. Bekanas Zauberbuch in das Licht legen. Du legst das Buch auf den Sockel. Sein Deckel und Einband werden ins kühle Sternenlicht getaucht.
Bekanas Zauberbuch zuckt mit nervöser, angestauter Energie. Das Buch schnappt auf und entblößt seine Seiten dem Sternenhimmel. Das leere Pergament füllt sich wie von unsichtbarer Hand und die verblassten Runen leuchten hell auf. Das Zauberbuch pulsiert mit Energie, bevor es still wird. Seine Seiten werden von einer ätherischen Brise durchblättert. Was ist das mit Bekanas Zauberbuch? Ach, Lengarov hat mir tatsächlich ein Buch gegeben. Schriftrolle der Erhaltung. Aha. Ihr Buch, ihr Zauberbuch hat sie mir gegeben. Mauras verseuchtes Zauberbuch. Oh Gott, das will ich gar nicht anfassen, um ehrlich zu sein. Nun ja, wir hatten ja auch das Horn von Heldere schon verbrannt. Das heißt, auch dieser Teil seiner Geschichte oder ihrer Geschichte ist... Das Skriptorium ist ausgelöscht. Das Opfer, welches das Gesicht ohne Augen verlangt. Die vergilbenden Seiten dieses dicken, mit einem Schloss versehenen Folianten sind mit dunkelgrüner Tinte beschrieben. Das Buch ist voller verrückter Gedichte, sinnloser Formeln und unmöglicher Zeichnungen. Auf einer Seite liest du die folgenden in Blut geschriebenen Zeilen. Der Titan öffnet sich ausschließlich jenen, die sich dem Mysterium der Trephine gestellt haben. Die Verwendung der Trephine erfordert ein Verständnis dafür, wie die Trephine verwendet wird. Dieses Mysterium kann nicht gelehrt, sondern nur erfahren werden. Die Erinnerung an eine Sache ist nicht die Sache selbst. Die Erinnerung an eine Sache ist selbst eine Sache. Die Trephine verlangt als Opfer das Verständnis ihrer Verwendung. Opfere das Verständnis, das du suchst. Das haben wir schon gemacht, weil wir die Erinnerung... Was ist das für ein Erfolg? Weiß ich nicht. Das haben wir schon gemacht, weil wir die Erinnerung... Ja... Weil wir die Erinnerung von dem Biest, das wir besiegt haben, dort eingespeist haben und danach nicht mehr wussten... Ja. Moment, biete der Trephine die korrekte Erinnerung an? Habe ich doch gemacht. Ich gehe mal gerade hier runter. Nur mal gucken. Bitte nicht noch ein... Ach, wir sind hier! Ach, wir sind hier! Ja, das ist ja... Was? It was always about Maura. The fringe benefits were secondary, at best. Yet the deeper we delve into the halls obscured, the more your motives unravel. Better break this up. It can only get ugly. Uglier. Was läuft da zwischen euch zwei? Tane, I believe you were about to call me irresponsible, or was it greedy? Remind me. I came here to pull Maura, our friend, out of a bad situation. At first, I assumed that you had showed up for the same reason, but I won't make that mistake again. Now I know better. You're just as petty and self-interested as anyone in the circle. Your sudden sanctimony is curious. We still don't know what's happened to Maura, but you seem more interested in the halls than you are in her fate. Unless rescuing Maura was never your goal. Perhaps your motives and hers are more closely aligned than you led me and the Watcher to believe. Wollt ihr mir sagen, worum es hier geht? Apologies, Watcher. These are Circle problems. And they'll be kept between Circle wizards for the moment. Tain wirft Lengraf einen kurzen Blick zu. You should have gotten the lay of the land by now. Any news on Maura? Ja, Maura wurde getötet und mit Sporen infiziert. Damn it. From what we've seen of this place, I suppose that shouldn't be surprising. I pray her return to the wheel was swift at least. But gods, what a miserable way to end one's life. Unsere kleine Spinne. Lengras üblicher Stoizismus kommt für einen Moment ins Stolpern und sie wendet sich mit einem Ausdruck tiefer Sorge auf ihrem Gesicht ab. How could this have happened? Ich vermute, dass ein Mann namens Fionnlegh dahinter steckt. Fionnlegh? Is this another agent of Wal?
Er arbeitet gegen Wael und nicht für sie. What is his goal? Ihre Augenbrauen ziehen sich sorgenvoll zusammen. Ich weiß nicht, welche Absichten er verfolgt, aber er möchte in Waels Körper gelangen. Len, we should invite him into the circle. It's lonely being the only free thinker with bold, terrible ideas. This is really not the time, Tane. Whatever this Fionnlej wants, his intentions aren't good. We cannot allow Wael's Titan body to live. It's simply too dangerous a temptation. We must destroy it. The only thing you'd be destroying is opportunity. Did it never occur to you that maybe Wael wanted his body to be found so that it could help those of us with the imagination to use it? As cruel as this sanctum can be, I have a soft spot for that old bucket of eyeballs. I wouldn't want to disappoint our host by leaving empty-handed. Nach allem, was ich hier gesehen habe, Wales Körper zu zerstören ist die einzige verantwortungsbewusste Möglichkeit. Well, at least the two of us see eye to eye. Unfortunately, responsibility has never held much interest for Tane. Don't let Tane manipulate you to further his own impulsive, foolishly optimistic ends. Foolish optimism has never failed me in the past. At least my plan keeps things interesting. Ja, aber für wen interessant? Er teleportiert sich weg, wenn die Zeit gekommen ist. My plan keeps us alive. Find me later. There's something I'd like to discuss with you outside of a certain someone's earshot. Zwinkern. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal das Buch wegbringen, ne? Oh nee, Moment, ich gucke gerade mal auf die Folgenlänge und würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Böser Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.